Landschaften sind ein schier unerschöpfliches Thema in der Malerei und die gegenständliche Landschaftsmalerei hat sich in den letzten Jahren wieder einen Platz in der Kunst erobert, weil sie einfach auch so eine Art Vermittler zwischen Mensch und Natur geworden ist. In der gegenständlichen Landschaftsmalerei ist es halt so, dass Betrachter und Künstler wissen, wovon sie sprechen, worüber sie sich austauschen. Und das ist in einer Welt, in der viele Menschen der Natur entfremdet sind, ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja, und deswegen mal auch ich gegenständlich. Und in diesem Video zeige ich euch anhand von verschiedenen Beispielen, wie ich meine Farben aussuche und lasse euch auch bei einem Beispiel ausführlich zuschauen, wie ich das von Anfang bis Ende fertigstelle. Wie immer, herzlich willkommen auf dem Wunderhof und bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Ich bin Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und Pedro und Rosa sind die Titelfiguren auf allen meinen Anfängerbüchern und natürlich begleiten sie uns auch durch die Videos hier auf YouTube. Das Einzige, was ich noch vorausschicken möchte, ist, dass das, was ich im Video zeige, sowohl für Öl als auch für Acryl gilt. Der einzige Unterschied beim Acryl ist, dass ihr halt das Verdünnen immer mit Wasser machen könnt, aber vom Prinzip her könnt ihr beim Acryl genauso vorgehen, wie ich jetzt beim Öl. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir gute Vorlagenfotos mache. Und zwar möglichst schon gleich beim Foto mit einer Landschaftskomposition, eben ein Querformat, wo ich das Bild unterteile in drei Drittel, ein Drittel ungefähr Himmel, ein Drittel ungefähr der Mittelgrund und ein Drittel der Vordergrund. Und dann mache ich verschiedene Aufnahmen, schaue auch, dass ich verschiedene Himmelssituationen vielleicht bekomme. Und dann mixe ich mir aus diesen Vorlagen, mixe ich mir eine Vorlage, die ich mir halt unter Umständen auch ausdenke. Und davon mache ich zunächst mal eine kleine Skizze. Und wenn ich mit der Skizze zufrieden bin, dann erst übertrage ich das auf das große Bild. Das nächste, worüber man sich natürlich Gedanken machen muss, ist die Farbigkeit. Und da habe ich für die Landschaftsmalerei eine ganz bestimmte Palette, die ich eigentlich immer anwende und halt von den Tönen her dann immer ein bisschen variiere, je nachdem, ob ich eine Frühlingslandschaft, eine Winterlandschaft oder eine Sommerlandschaft male. Wir fangen mal unten rechts bei den Blautönen an. Und zwar habe ich Cyan, Ultramarinblau, Phthaloblau und Preußischblau. Und zwar nehme ich das Cyan vor allem für Frühlingslandschaften, das Ultramarinblau eher für Sommerlandschaften und von den beiden grünlichen Blautönen nehme ich das Phthaloblau, wenn ich dunkle Farbtöne mit gebrannter Umbra mischen möchte, um zum Beispiel Fichtenwälder darzustellen. Und wenn es ganz dunkel sein soll, also gerade wenn ich jetzt vielleicht Winterlandschaften mache oder Herbstlandschaften, dann ist Preußischblau in Verbindung mit gebrannter Umbra meine Lieblingsfarbwahl. Gebrannte Siena ist immer ein bisschen heller als die gebrannte Umbra, wird auch ein bisschen leichter vom Farbton her. Und das entscheide ich halt dann immer, wo ich gerade, in welcher Landschaft ich mich gerade befinde, was am besten passt. Dann habe ich oben die Rottöne, habe ich Krapplack, habe ich sehr häufig im Himmel mit drin, aber auch in den Schatten unten bei den Wäldern, damit sich eben der Himmel unten auch wieder spiegelt. Magenta nehme ich gern, wenn ich so Morgensonne oder Abendsonne mache, ne, wenn der Himmel so einen ganz leichten Rosaton hat, der schon kalt ist, da passt Magenta recht gut. Cadmium-Orange und Cadmium-Gelb nehme ich für Sonnenuntergänge oder Cadmium-Gelb natürlich auch für alles, was irgendwie grün ist im Vordergrund. Und das Cadmium-Orange kann man auch immer gut mit reinmischen, wenn man zum Beispiel ja, reife Kornfelder malt oder wenn zum Beispiel am Wegrand verdorrte Gräser sind. Da ist es immer recht schön als Auflockerung mit drin.
Und von den Grüntönen her habe ich das Gelbgrün und das Permanentgrün, mische es aber meistens noch mit dem Cadmiumgelb und mit Titanweiß ab, dass ja, dass einfach von den Grüntönen her auch eine ziemlich hohe Variation drin ist. Bei mir ist es ganz wichtig, dass meine Landschaften nicht so gleichmäßig angepinselt ausschauen, sondern dass man immer ganz viel entdecken kann, auch wenn man nah hingeht, ne, dass man so viele verschiedene Nuancen in den Farben entdecken kann. Zum Verdünnen nehme ich für die erste Schicht eine Mischung aus Leinöl und Balsamterpentinöl, so ungefähr 1 zu 1. Und dann für die zweite Schicht nur noch Leinöl oder aber die unverdünnte Farbe. Und von den Pinseln her habe ich verschiedene Borstenpinsel. Was ich gern mag, das sind diese länglichen, Long Flat heißen die. Und ganz wichtig sind auch die Schrägpinsel, weil die sowohl Struktur geben als auch sehr weich malen. Ja, und dann schauen wir uns schon mal das Beispiel an, das ich für euch vorbereitet habe. Das ist ein Gerstenfeld in der Nähe von Eckartsfeld, ist am Weg nach Einsricht entlang. Und ich werde es auch von der Komposition her so ein kleines bisschen verändern. Ich habe mir für das Bild die Leinwand so rötlich grundiert, einfach mit Acrylfarbe, überhaupt nicht aufwendig, und habe die Vorskizze ganz locker nur mit weißer Kreide angedeutet, ist also überhaupt nicht aufwendig. Und normalerweise male ich Bilder eigentlich immer von hell nach dunkel und versuche möglichst überall an allen Bildstellen gleichzeitig zu malen. Beim Landschaftsmalen mache ich das anders. Und zwar fange ich eigentlich immer mit dem Himmel an und möglichst auch mit den hellsten Stellen, weil gerade bei der Ölmalerei verschmiert man halt gern das Weiß in die dunkleren Farben rein. Und deswegen ist das für mich einfach die effektivere Arbeitsweise. Und weil das ein Sommerhimmel ist, habe ich mir jetzt Ultramarinblau als Hauptfarbe genommen und lasse es zum Horizont hin mit Cyan ein bisschen in so einen kühleren Farbton übergehen und trage jetzt erst einmal ganz grob die Himmelfarbe auf und die Wolken. Die Wolkenschatten mische ich aus Ultramarin mit gebrannter Sienna und ein bisschen Krapplack dazu. Und dann nehme ich einen weichen Pinsel und verwische erstmal die Farbe, dass die schön vom Farbton her von oben nach unten immer kühler wird. Und dann mache ich auch die Wolken, mache ich ein bisschen weich. Und als nächstes nehme ich dann den Schrägpinsel, weil der, wie gesagt, auch immer wieder so Strukturen in die Farbe einfügt. Und ich möchte halt, dass man die Strukturen schon so ein bisschen sieht. Die sollen halt nur nicht zu stark sein, weil gerade im Himmel soll das Ganze ja sehr duftig bleiben. Und da ist halt der Schrägpinsel für mich einfach optimal. Und ja, ich gehe halt jetzt immer wieder drüber, schaue, wo ich vielleicht noch helle Stellen einfügen kann, dass halt so die Wolken ein bisschen von der Sonne beschienen sind. Und lasse das Ganze aber trotzdem immer nur ziemlich grob. Weil ich dann im zweiten Arbeitsgang kann ich das immer noch ausgleichen und kann das noch wesentlich besser gestalten. Für diese erste Schicht habe ich ja gerade schon gesagt, nehme ich Terpentinöl mit Leinöl verdünnt, sodass das noch ziemlich dünnflüssig ausschaut. Genau, und wenn man jetzt nah hinschaut, sieht man schon, es schaut von Weitem zwar weich aus, ist aber von der Nähe trotzdem sehr grob, also typisch impressionistisch. Ja, und damit meine Farben jetzt nicht so arg verschmutzen, nehme ich den Großteil von diesen weiß gefärbten Farbmischungen weg. Ein bisschen was kann ich brauchen, weil ich ja jetzt für den Mittelgrund brauche ich für die entfernteren Bäume so ein kühles Grün, das halt ein bisschen mit Weiß gemischt ist. Wenn ihr vielleicht das Video gesehen habt zum Thema Landschaftsmalen, im Hintergrund sollen die Farben immer blasser und blauer werden. Und da ist das Weiß, das ich gerade auf der Palette gehabt habe, gerade noch schön ausreichend. Ja, und dann male ich jetzt die Bäume und deute die immer so ein bisschen schon vom Pinselschwung her, deute ich die schon ein bisschen an mit Schwüngen. Und nach vorne hin wird die Farbe jetzt sehr viel dunkler, weil
Das ist auch so eine Regel aus der Landschaftsmalerei ist, dass je näher die Sachen herkommen, desto größer wird der Kontrast zwischen Hell und Dunkel in den verschiedenen Bildstellen. Und da mache ich jetzt das eigentlich wieder so, wie ich auch normalerweise mal. Ich male zuerst die dunklen Stellen und dann die helleren Stellen. Einfach um auch den Unterschied im Kontrast im Griff zu haben. Ne? Hinten ist er jetzt relativ schwach, der Kontrast, und nach vorn wird er eben immer stärker. Ja, und als nächstes kommt jetzt der Mittelgrund. Auch hier gilt jetzt das Gleiche wieder. Was weiter hinten ist, muss blasser und bläulicher sein. Da ist also noch nicht so viel Gelb drin, ist eher mit Grün und ein bisschen einem bläulichen Farbton gemischt und noch relativ viel Weiß, weil das die Farbe eben nicht nur blasser, sondern eben auch kälter macht. Und je weiter ich dann nach vorn komme, desto kräftiger wird der Grünton und desto kräftiger, desto dunkler wird auch der Schatten. Genau, und als nächstes kommt jetzt dieses Gerstenfeld, und da gefällt es mir halt jetzt einfach, die Farben zu übertreiben. Das ist was, das sieht man auf dem Foto ganz klar, dass das natürlich bei weitem nicht so leuchtend ist. Aber das ist das Schöne in der Malerei, dass ich da interpretieren kann, so wie mir das gefällt. Hauptsache ist halt, dass das hinterher auch gut zusammenpasst. Und bei diesem ersten groben Farbauftrag mache ich jetzt die Gestaltung auch noch überhaupt nicht ausführlich. Ich versuche halt jetzt möglichst mit dem kleineren Pinsel schon ein bisschen was von diesen Blattstrukturen anzudeuten. Das ist so das ganz Wichtige bei der impressionistischen Malerei, dass man so Formeln findet oder so, kann man es vielleicht vergleichen mit früher mit Steno, einfach so Abkürzungen für diese einzelnen Landschaftsteile, dass zum Beispiel die Wiese quer gemalt wird und eben mit verschiedenen Farben, dass das halt weich ausschaut, so wie frisch gemäht, und dass die Blätter halt schon ein bisschen angedeutet sind. Aber recht viel mehr an Gestaltung mache ich jetzt bei diesem ersten Farbauftrag noch nicht. Das ist dann die Aufgabe des zweiten Farbauftrags. Ja, und wenn das jetzt soweit fertig ist, die Gestaltung, dann muss das Bild jetzt richtig gut durchtrocknen. Und dann so nach 3-4 Tagen kann man weitermalen. Für die zweite Schicht nehme ich jetzt nur noch Leinöl zum Verdünnen. Und ich stelle mir jetzt auch meine Skizze und das Foto direkt an meine Palette, dass ich mich daran orientieren kann. Ja, und da wird jetzt auch farblich nicht mehr so wahnsinnig viel verändert. Ich mache jetzt die Wolken noch wesentlich heller. Im zweiten Farbauftrag merkt man schon, wird es noch viel weißer, viel deutlicher. Und die dunkleren Stellen der Wolken, da korrigiere ich vielleicht noch ein bisschen die Blautöne oder ganz, ganz leicht die Violetttöne, mache aber eigentlich nicht mehr viel am Himmel. Als nächstes kommt dann der Mittelgrund. Da werden auch die helleren Stellen jetzt auf die Bäume aufgetupft und das Ganze bleibt immer ganz abstrakt, weil es eben in der impressionistischen Malerei nicht darum geht, das Ganze wirklich fotorealistisch darzustellen, sondern so einen optischen Eindruck wiederzugeben. Und da genügt es, wenn man eben die Dinge so ein bisschen andeutet, dass halt der Betrachter das selber interpretieren kann, was das vermutlich sein soll. Ja, und ich arbeite mich jetzt einfach eben von hinten nach vorne durch das ganze Bild durch. Da ist ganz viel immer hin und her, also mal die Farbe wieder ein bisschen heller, mal ein bisschen dunkler, mal ein bisschen kälter, mal ein bisschen wärmer mischen. Und dadurch, dass die Farbe so dünn ist, kann man das sehr leicht auch wieder korrigieren, wenn man vielleicht jetzt beim ersten Mal den Farbauftrag nicht so richtig getroffen hat. Auch die Fichten im Hintergrund, die ist alles nur sehr abstrakt, dass man halt ahnt, was das ist.
aber dass es eben nicht zu realistisch ist, um, ja, um einfach halt die Überraschung für den Betrachter nicht wegzunehmen. Weil das ist, was mir persönlich jetzt an der fotorealistischen Malerei nicht so gut gefällt. Mir ist das alles zu deutlich, alles zu fertig, weil ich liebe es, wenn ich an ein Bild hingehe und wenn das dann vom Nahen im Endeffekt ausschaut wie ein abstraktes Bild und ich ja, mich einfach an den Farben, an den Strukturen freuen kann. Das ist so meine Art, an die Landschaftsmalerei heranzugehen. Ja, und ganz am Schluss kommt vorne noch das, ja, das sollen halt so diese Ähren oder diese Gräser sein, die man da im Vordergrund sieht. Da geht es einfach darum, nochmal für das Auge so einen Fixpunkt zu finden, um ja, damit das Ganze noch mehr räumliche Tiefe bekommt. Na, wenn das vorne nicht dran wäre, dann wäre mir vorne das Ganze jetzt im Moment einfach zu flach. Und so finde ich es halt noch eine schöne Abwechslung. Ja, und wenn man jetzt an das Bild genau hinschaut, dann sieht man, dass immer überall auch noch diese roten Flecken so stehen geblieben sind von der Grundierung. Und das ist bei der Landschaftsmalerei, was ganz wichtig ist, dass ihr immer wieder Rot mit drin habt, weil das Auge bei so viel Grün einfach nach der Komplementärfarbe verlangt. Und das macht das Ganze lebendig, das lässt die Farben einfach immer vibrieren. Auch im Vordergrund, ne, wenn das dann so abwechslungsreich gestaltet ist, nicht bloß gelb, sondern alle möglichen Farben, dann hat das Auge immer irgendwas zu tun und findet noch eine Überraschung. Genauso auch diese violettfarbene Straße, so als Komplementärfarbe zu dem Gelb, das gefällt mir auch recht gut dabei. Und damit sind wir am Ende angekommen von diesem Video. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr konntet was lernen für euch und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis bald!